Hallo, liebe Radsportfreunde. Ja, bei dem schönen Wetter verhält es mich natürlich nicht drinnen, also muss ich mal eine kleine Tour machen. Mal sehen, wie lange ich das aushalte. Also bis später. Ich bin jetzt auf dem Rennbahnradweg, geht aber jetzt sofort ab und dann fahre ich den Röttgener bzw. den Bergischen Wald. Vielleicht komme ich ja heute noch ins Ruhrfeld. Mal sehen, wenn es nicht so kalt wird. Ich habe mich zwar nach dem Zwiebelprinzip angezogen, als 50. Mal sehen, ich hoffe, ich kann es durchhalten. Geht es über die kleine Weser. Gleich komme ich dann wieder ein Rötchen auf die sogenannten Segel. Ja, noch bin ich ein Rötchen, aber geradeaus geht es in den Belgischen Wald. Ich bin hart gefroren. Ich bin auf hart. Kleine Fahrt war jetzt etwas schwer zu fahren. Alles war Eis. Zum Teil brach ich dann durch das Eis durch. Aber es ging. Das war schön. So ist das. Hier fahre ich jetzt gerade an der Weser entlang. Die ist links von mir. Und gleich geht es dann zur Talsperre, zur Wesertalsperre. Eben hatte ich gerade ein Problem mit meinen Bremsen. Ich bin hier durch Pfützen gefahren und da waren die Felgen ganz vereist. Da ging nichts mehr mit Bremsen. Da musste ich erstmal die Felgen wieder warm fahren. Und dann war es okay. So, nach links geht's. Da geht's erst zum Forsthaus Mosbach. Schon wieder hinter mir gelassen. Ich bin jetzt auf einem kleinen Weg, der direkt zur Hauptstraße führt, die von Olp nach Lützenwitz geht. Die will ich jetzt gleich überqueren. Und dann mal schauen, ob ich weiter hoch ins Fenn fahre, zum größten zusammenhängenden Fenngebiet. Jetzt schauen wir mal. Also die GoPro hat eher ein Problem als ich mit der Kälte. Den Akku muss ich eben schon tauschen. Nach ein paar Minuten Fahrzeit oder Aufnahmezeit. Und wir sind schon relativ warm, muss ich sagen. So, ich darf hier nicht zu viel durch die Pfützen fahren. Jetzt habe ich ein Problem mit meiner Bremse. Also, ich bin jetzt oberhalb von Olpen. Ich fahre jetzt gerade mal zu einem Aussichtspunkt. Ich muss den Fernsehplan sehen. Kommt ganz so gut hin. Naja. Der nächste. Die muss ich zeigen. So. Hier kann man jetzt weit schauen. Nach vorne, dort müsste Olpen liegen. Und ganz in der Ferne, jetzt da, sieht man den Fernsehturm von Aachen.
Ich werde jetzt die GoPro mal einpacken. Und zwar, ich sehe ja eben schon, oder der erste Akku eben schon alle gewesen. Jetzt werde ich die GoPro vom Lenker nehmen und in meine Tasche stecken. Sonst geht dieser Akku auch wieder sofort zur Neige. Ich zeige euch gerade mal, was mit meiner Bremse los ist. Hier habe ich einen Schmottklumpen, der ist festgefroren. Deswegen geht die Bremse auch nicht mehr ganz so gut. Und vorne an der Gabel sehe ich, habe ich auch einen Dreckklumpen. Das ist nicht so schön. Dann kann die Gabel gar nicht mehr richtig eintauchen. Muss ich mal sehen, was ich da mache. Hier bin ich jetzt am größten zusammenhängenden Moorgebiet im Hohen Venn. Diesen Weg bin ich ja schon mal im Sommer gefahren. Hier in die Richtung will ich jetzt gleich fahren. Da geht es runter ins Hilltal. Und dann fahre ich von dort aus wieder weiter Richtung Mützlich. Mal weiter rumschauen. Und da bin ich gekommen. Ja, wir hatten ein Problem. Und zwar wollte ich an sich an der Sauer entlang fahren. Aber das ging leider nicht, weil die Jäger hier unterwegs sind und die haben hier alles abgesperrt. Also musste ich dann durchs Hilltal weiterfahren und dann ja, ein paar andere Wege, ein paar Schleichwege, die ich natürlich kenne. Ja, bin ich auch bis hierhin gekommen. Also manchmal geht es nicht so, wie man es will. Dann geht es jetzt weiter in die Richtung. Ja, diese Stimmung hier, die muss ich ja unbedingt festhalten. Das ist ja irre. Tolles Licht jetzt. Jetzt bin ich wieder an dem großen Palsen. Ich mache mal wieder eine Rundumdrehung. Da vorne steht ja mein Fahrrad. Gegen das Licht. Ich selber sehe nichts. Hoffentlich sieht die Kamera das. Mal schauen. Und hier jetzt dieser große Fall. Und wie das Gras hier aussieht, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich bin jetzt wieder gelandet in Rötchen am Kleberparkplatz. Meine Fingerspitzen sind ganz schön kalt geworden. Aber sonst geht es mir super. Es war ja auch wunderschön oben im Brackfenn. Leider hat die GoPro wieder mal versagt. Die konnte die Kälte nicht ab. Naja, so ist es halt mal. Wenn euch die Tour gefallen hat, dann gebt mir den Daumen hoch. Das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao.